Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Foundation von Mr. Dandos, der Let's Play-Opa, der hier so ins Bild geschubst wird. Ja, wenn ich mich etwas sehr verschnupft anhören sollte und wo ich eigentlich von ausgehe und meine Stimme irgendwie noch etwas komisch klingt und so weiter und so fort und ich stärker kräuche als sonst. Mich hat's übel erwischt. Ich habe mir eine ziemlich heftige Erkältung eingefangen. Jetzt 2 Wochen hintereinander überhaupt nicht aufnehmen können und versuch's jetzt mal mit dieser ersten Aufnahme. Gucken wir mal, wie das so wird. Ich stürze mich einfach mal ins Verderben. Moment, Augenblick. Bin ich hier los? Hier tut sich nichts. Ist schon mal schlecht. Ah, aber jetzt. Ja, gut. Ja, die Leute wollen ja hier mitmachen und wir machen Folgendes. Wir sind immer noch... Wow. Wie ist das mit der Kamera? War ziemlich heftig. Wir sind hier immer noch mit dem Bau der beiden Tavernen beschäftigt. Die hier befindet sich schon in einem etwas fortgeschrittenen Rohbau. Die andere ist, glaube ich, mehr oder weniger ja nicht in Planung, aber da ist noch nicht so viel passiert. So. Moment, da muss ich auch jetzt eher neu lernen, dass das jetzt so noch da unten auftaucht. Ich nehme die 4 mal mit, weil ich gehe davon aus, wir brauchen Leute, die meinen, mich dunkel entsinnen zu können. Ganz kurz mal hier so ein bisschen richten. Ich meine, mich dunkel entsinnen zu können, dass ich da irgendwo Defizite hatte. In Bezug auf Leute. So, ja, ich muss mich erstmal wieder. Entschuldigung. Hier zurechtfinden, weil, ne, wie gesagt, es war grausam. Und im Prinzip ist es immer noch, weil ich bin auch nicht so richtig über den Berg, wie man so schön sagt. Aber hilft ja nichts. Man muss ja schon mal so ein bisschen wieder versuchen, auf die Beine zu kommen. Und gucken wir mal. Ich will dich jetzt hier nicht ewig rumjammern. Das ist eigentlich nur zur Erläuterung, warum ich so klinge, wie ich klinge und ne, so weiter und so fort. Habe ich die schon aufgestockt? Ich sehe hier im Augenblick. Moment. Werkstatt, Haushaltswaren, bla. Ich nicht. Ach, die brauchen wieder Gemeinen. Was mit den Gemeinen? Genau, das ist aber der einzige. Sonst haben wir alle soweit versorgt. Das heißt. Ja, ich sage jetzt mit der Wüste. Irgendwo wiederum war das versteckt mit den Gemeinen. Ich hatte mir das angeguckt und mittlerweile natürlich wieder vergessen. Das war. Das war relativ einfach. Ich mache hier Fortschrittspfade. Nee, das ist nicht richtig. Ist die Geschichte hier mit den Kleros und Königreich und hast du nicht gesehen? Verdammt. Mandate? Herausforderung? Unter Mandate, genau. Das muss ich mir unbedingt merken. Ist unter den Mandaten. Dorfbewohner in höheren Rang und wir brauchen einen Gemeinen. Habe ich denn genügend Kohle dafür? Ja, das sollte gerade noch reichen. Nehmen wir mal hier den ersten. Abschließen. Mandate, ja. Und dann jetzt hier nochmal Gebäude und da war das Bild war auch noch nicht. Da war es, wo ist er denn noch? Wahrscheinlich wieder ganz am Ende. Wollt ihr mich verusen? Fast am Ende. So, jetzt aber, meine Güte, eine schwere Geburt. Hier gucken, da gucken. Kommst du zu nix? Apropos kommst du zu nix. Warte, jetzt mal die andere. Da wird das Holz, das Stube gebaut. Das ist cool. Ah, sehr gut. Taverne wäre fertig. Das ist aber nur die halbe Miete. Wir brauchen natürlich jetzt noch Nebengebäude. Da würde ich erstmal wieder eins wählen. Ohne Funktion.
Und das wäre hier so diese hölzerne Hütte, die bietet sich da mal ganz gut für an. Moment, ich schiebe euch das mal so ein bisschen in euer Sichtfeld, damit ihr auch was seht. Nicht nur ich. So, oh, Moment, Moment, Moment. Drehen hier, drehen da, da. Wieso, wieso kann ich denn das jetzt nicht andocken? Mir ziemlich sicher gewesen. Moment, ich mach noch mal. Mir ziemlich sicher gewesen, dass das in der anderen, bei der anderen Taverne funktioniert hat. Ich habe da, glaube ich, nichts anderes gemacht. Also, Nebengebäude ohne Funktion. Wir haben diese hölzerne Hütte, diese nette, die ich jetzt nirgendwo andocken kann. Warum das denn jetzt schon wieder? Das ist eine Gaststube. Ja, genau. Das ist auch alles richtig. So soll es ja auch sein. Schanktheke, Kälterei, Tavernenküche. Vielleicht ein anderes dafür nehmen. Ich meine, ich werde jetzt noch Holzerweiterung, meinetwegen auch. Ich bin da relativ. Nee, hier geht gar nichts. Was habe ich bei der ersten, die wir da gebaut haben, also ja, wo er ja alles funktioniert hat, anders gemacht? Ich wüsste nicht, was. Warum funktioniert das jetzt hier auf einmal mit dem Andocken nicht? So alles nicht. Moment, Moment, ich gehe noch mal raus. Na. Irgendwas vergessen? Muss da noch irgendwas gemacht werden? Ich sehe nichts. So. Das Stuhl ist in Ordnung. Bauen kann ich hier nichts mehr, weil, ne, ist ja soweit fertig. Gebäude ohne Funktion zum nächsten Mal. Könnte ich einen anderen jetzt nur mal so just for fun? Nee, hier geht irgendwie gar nichts. Zu weit weg. Bla bla bla. Das ist doch nicht wahr. Gebäude bearbeiten, das ist richtig. Weil an sich und alles nix. Ich überlege gerade, ob es noch einen anderen Weg des Bauens gibt. Wenn ich, ne, ich muss das hier anklicken, dann geht das nicht anders. Was habe ich jetzt anders gemacht? Das Gebäude angeklickt, das habe ich vorhin auch schon. Bin ich oder also ihr könnt mich jetzt für dumm verkaufen. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe. Definitiv nicht. Und jetzt macht's auf. Macht das auf einmal? Ja. Warum? Ja gut, ich nehme das einmal so hin. Hier bleibt hier nichts anderes übrig. Ich muss es so hinnehmen. So, ist das überhaupt die richtige? Moment, ich würde das dann vielleicht eher hier so. Wenn es schon geht, dann vielleicht, naja, gut, das Fenster ist so oder so nicht mehr zu sehen. Das ist irgendwie ein komischer Punkt zum Anknüpfen, aber nun gut. Dann ist das einfach mal so. Ja. Ich bin ein bisschen fassungslos. Entschuldigung, wenn ich jetzt im Augenblick so vollkommen daneben stehe, aber hier eine Tür oder da eine Tür. Ich mache da mal so eine Tür hin. Oder besser hier an der Ecke. Wenn ich dann noch was anderes andocken würde, ich ganz gerne an der Seite. Dann kann man hier eine Tür hinsetzen. Würde ich mal behaupten. So. Bauen.
Ja, das waren wieder Sachen, die man nicht braucht. Du fummelst eine halbe Stunde daran rum irgendwie und... ja, das sind so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen rege ich mich da gerade so auch innerlich so auf. Weil, naja, ihr habt es ja gesehen. Also, es gibt irgendwie einen Weg, wo es dann funktioniert, aber frag mich jetzt nicht wieder, wie ich das jetzt hingekriegt habe. Ich weiß es nicht. So, wie sieht's denn? Ich mache ganz kurz Pause. Wie sieht's denn hier mit unserem Markt aus? So, Sorgenkind. Oh, oha, ja, das sieht schon mal ganz anders aus. Aber hallo. Ihr erinnert euch, da hatten wir ja ganz große Probleme mit. Und jetzt die Geschichte hier, ne, mit dem Speicher hat es also vollgebracht. 48 verkaufte Brote in dieser Woche, 55 Beeren, die in der Woche verkauft wurden, 9 mal 9 Einheiten Käse, 8 mal Klamotten, was haben wir, was ist das? Haushaltswaren, naja, 6 und Kräuter 5. Läuft. Beste Markt ever. Jetzt im Augenblick, würde ich mal so behaupten. Das geht. Also da sind wir aus dem Schlamassel sind wir raus. Wie sieht es hier aus? Das kann sich auch sehen lassen und ist entsprechend ausbaufähig. Aber ich habe immerhin hier schon mal Brot und Käse, wird noch ganz gut läuft. 21! 21 Einheiten Käse. Das kann sich sehen lassen. Auch hier, ne, die Produktion, glaubt, ja, das hat sich. Wir waren, glaube ich, hier in so einem zweistelligen Bereich, wenn ich nicht ganz falsch liege. 155 Einheiten Käse, so um die Dreh rum. Die hier irgendwo rumgeistern. Supi. Aber auch das ist ausbaufähig. Auch hier, ne, mit den Bären, das läuft alles noch. Wie gesagt, noch. Ne, das wird sich natürlich ändern, wenn hier der entsprechende Bedarf an Bärenbräu und so weiter wächst. Wie sieht es denn hier aus? Letzten Monat haben wir eingenommen 397 Goldstücke. Das ist gut. Jetzt im Augenblick machen wir Minus. Das ist nicht so gut. Aber wie gesagt, der Monat hat gerade erst angefangen. Gucken wir mal. Hier sieht es jedenfalls nicht verkehrt aus. Und ja, das ist schon mal eine sehr gute Entwicklung, wie ich finde. Ja, natürlich ist es nie verkehrt, im Bereich Landwirtschaft da noch, ne, entsprechend zu investieren. Heißt, weitere Weizenfelder, weitere mal schnell Milch- und Käseproduktion. Natürlich auch Bären pflücken. Da brauchen wir aber die entsprechenden Gebiete, weil hier in den Gebieten, da sind alle entsprechenden Sammelstellen, die sind hier auf 100% ausgelastet. Denke ich mal. Ja, hier sind auch schon zwei. Hier wäre, wie gesagt, die nächste Möglichkeit, wenn ich das Land erwerbe, da halt entsprechend weitere Sammelstellen zu bauen. Ja. Gut. Also im Augenblick sieht es so aus, als wenn es einigermaßen gut laufen würde. Das heißt, ich könnte noch ein wenig mich hier so um Dinge kümmern, die den Klerus vielleicht etwas milder stimmen könnte. Meisterwerk, allgemeine Dekoration, Gottesdienst gibt es nur die Dorfkirche, allgemeine Dekoration wäre dann hier zu finden, oder aber muss ich die Kirche anklicken und habe dann entsprechende Dekomaterialien. Schauen wir mal. Ich glaube, letzteres ist richtig, würde auch Sinn machen. Genau, da sind sie schon, das heißt, das Ding brauche ich hier gar nicht. Ich bin weg. Auch hier würde sich vielleicht anbieten, der Kirche und so mit einem kleinen Friedhof das Ganze hier irgendwie aufzuwerten. Aufwerten hört sich in dem Fall ziemlich schräg an, muss ich selber zugeben. So, Moment, Augenblick, wir richten das mal so ein bisschen aus. So gut es irgendwie geht. Sollte ich hier schon anfangen? So. Ist aber toll ausgerichtet, Namdos. Da hast du wieder dein Adlerauge schweifen lassen.
Das war auch. Klick. Man kriegt immer die Seiten hin, die nicht funktionieren. So geht's einigermaßen. Dann würde ich sagen, einfach hier so ein Teil hin. So, hier den nächsten. Moment, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Die so hat wie eine Vorder- oder Rückseite. Ich sehe keinen Pfeil, der irgendwas markieren würde in dieser Richtung. Fertig. Naja. So schön ist anders. Gebe ich zu. Ist aber auch. Also mit der Maus ist das echt heftig. Passt. Ich glaube, in der Tastatur geht's gar nicht. Sonst würde ich hier mit den Pfeiltasten irgendwie rum experimentieren. Ob das dann besser geht, weiß ich nicht. Oder gehen würde, wenn es denn überhaupt gehen würde. Das Ganze mit der Tastatur zu machen. Boah. Oder zumindest ja, mit dem Mausrad kann ich noch näher ran, aber ich kann hier nichts drehen. Ja, komm, egal. Jetzt will ich hier Stunden um Stunden davor sitzen und Grabsteine justieren. So, machen wir hier nur einen hin. Die kommen natürlich jetzt nicht so toll aus, aber dann ist halt einfach so. Oder ich mache halt anders. Moment, Augenblick. Ist ja noch nichts in Stein gegossen hier. Boah. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Entschuldigung. Mal in die Einstellungen. Wo sind sie denn? Hauptmenü, Errungenschaften, alle Einstellungen. Steuerung. Ich kann die Maus nicht justieren. Was ist denn? Bla bla bla. Ja toll. In 10.000 Spielen hat man die Möglichkeit, die Mausempfindlichkeit einzustellen. Hier anscheinend nicht. Zumindest nicht über dieses Fenster. Ich sehe keine Möglichkeit in dieser Richtung. Sondern nur irgendwelche Möglichkeiten bezüglich der Mental. Forschung Element Rechtsklick. Einrastende Elemente umschalten. T. Okay, gucken wir mal. Drücke verschieben. Ne. Supi. Danke für nichts. Dann versuche ich mal weiterhin so mein Glück. Das nervt. Oh. Ich krieg's nicht hin, jedenfalls heute nicht. Doch nicht. Kann nicht wahr sein. Was läuft hier? Na endlich. So, das will ich eigentlich nur verschieben. Das geht einigermaßen. So. Das Moped hier auch. Na komm schon. Hakel da nicht rum. Seh zu. So, dann das gleiche hier. Bisschen näher ran. Den anderen Stein da. So. Maustaste loslassen hilft. So, okay. Und dann nehmen wir uns hier noch so einen Johnny vor. Das funktioniert.
So, der steht natürlich verkehrt rum, logisch. Das war nicht anders zu erwarten. So, jetzt aber. Boah, bauen. Hörst du? Meine Güte, nee. Wie schwer kann etwas sein? Da ist aber noch ein bisschen Feinschliff erforderlich, würde ich mal sagen. Also in der einen oder anderen Art und Weise sollte hier die Möglichkeit gegeben sein, entweder die Mausempfindlichkeit entsprechend steuern zu können. Oder dass man das Ganze irgendwie auf eine Tastatursteuerung umzwitschen kann, parallel damit arbeiten kann, wie auch immer. Denn das ist ja eine Frickelarbeit hoch 10 sonst. Und ich bin nur mal Grobmotoriker. Da machst du nix. So, aber das mit der anderen Taverne, ist die im Bau? So langsam? Ja, da tut sich so ein bisschen was. Aber auch nur so ein bisschen. Wie sieht's mit dem Sorgenkind hier vorne aus? Ach, schau mal, guck. Ist man fertig? Ja, noch nicht ganz. Da fehlt noch die Tür, aber es wird. Materialien sind fast da. Ich habe nicht genügend Holz. Würde mir das gerade sagen? Kann aber nicht sein. Ich habe gut, 16 Bretter ist jetzt die Macke. Nicht die Menge. Nicht die Macke. Ja, toll. Du hast eine Macke, Nandos. Aber ansonsten ist alles gut. So, wie sieht's denn aus? Hier habe ich sehr viel Bäume wieder rumstehen. Machen die noch Siesta? Nee, alles in Ordnung. Wartet auf Arbeiter, also scheinen die zu arbeiten. Ne? Produktion pausiert, ja. Nur um ganz sicher zu gehen. Da ist alles in Ordnung. Das ist schön. Und hier ist auch alles in Ordnung. Das heißt, die bearbeiten beide. Ich habe jede Menge Holz. Also 100, ja, was heißt 100 jede Menge, aber reicht. Reicht für einen Normalbetrieb, würde ich mal behaupten. Ansonsten, wo wir gerade beim Thema Holz sind, vielleicht sind ja auch meine Holzfäller im Augenblick ein bisschen ratlos. Naja, also hier ist alles in Ordnung, da wird auch eifrig der Baum geschlagen, aber das heißt ja nichts. Aber vorsichtshalber die Übersicht hier an, dann sehe ich mehr. Da haben wir schon das Problem. So, das heißt. Hier, das kann alles weg. Die Bäumchen gibt es nicht mehr. Und dafür dürft ihr euch gerne hier austoben. Was hat er da gemacht? Was macht er wieder? Ja, ich komme gleich. Wer will denn da zwei bitten um Audienz? Den beiden kann geholfen werden. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ich glaube, das brauche ich noch nicht. Aber hier darf man sich gerne austoben. Wenn ich das richtig sehe, glaube ich, auch hier hinten, das sollte gehen. Irgendjemand hat keinen Zugang zu Waren, das ist schlecht. Es gibt das wieder los. Kein Zugang zur Unterhaltung, kein Zugang zu Waren, kein Zugang dazu. Die sind nur am Meckern hier. Okay. So. Ich hoffe, das hat es jetzt gebracht. Oh, Moment. Audienz, sind die noch da? Jo. Ja, wäre schön, wenn hier dann auch irgendwie diese Geschichten, ich habe hier keinen Zugang dazu, ich habe keinen Zugang dazu, da taucht dann hier einmal kurz auf. Und das war's dann. Das war's dann. Ist auch nicht so glücklich gelöst, finde ich. Also da wäre es schön, wenn man hier halt die Möglichkeit hätte, die entsprechenden Dinge abzurufen. Ich könnte versuchen, Moment mal, irgendwo war doch da was. Almanach. Die Chronik. Kein Zugang zur Unterhaltung. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Man findet's, wenn man weiß, wo man suchen muss. So, kein Zugang. Nein, ich will erstmal hier, der will Waren. Das ist, glaube ich, der Kollege, der gerade da so durch die Gegend stiefelt. So, und
Unterhaltung ist aber auch sein Problem. Waren 1 von 2. Er hätte gerne Haushaltswaren, gewöhnliche Kleidung und Kerze. Cool. Wo wohnst du? Zuhauseanzeigen ist da. Da haben wir einen Markt. Einen kleinen Markt, gebe ich zu. Der keine Haushaltswaren anbietet. Okay. So, Unterhaltung war das andere Problem. Ja, Moment. Ich weiß ja jetzt, wo was wird. Audienz abgelaufen. Achso. Ich weiß ja jetzt erstmal, wo es klemmt und warum es klemmt. Dann würde ich vorschlagen. Markt. Ein Marktplatz. Das wäre dann so ein Warenstand. Den könnte man theoretisch und praktisch. Ich habe es heute mit dem Ausrichten. Ich schieb's einfach mal in meine Erkältung. Die sind an Schuld. So, da haben wir den Kollegen jetzt rumgeistern. Dann Waren demnächst hier zu erstehen. Wir brauchen natürlich noch ein schickes Zelt. Wie sie da, wie das gehört. Habe ich das richtig erwischt? Ich glaube, ja. Wie? Ich lieber dich hier machen. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Oh, das zählt mal weg. Ach, ja. Ich sag ja. Nicht der fideste einer. Augenblick, hab ich so das dumpfe Gefühl. So, da kann ich aber ein bisschen näher ran. So, gut, dass es mir überhaupt noch aufgefallen ist. Dann blaues Zelt. Diesmal richtig. Ja, das sieht schon anders aus. Das sieht schon anders aus. So, einmal bauen. Dann werden wir da weitere Waren anbieten. Moment, was ich denn da gerade? Hier ist doch auch noch was. Hier werden doch Haushaltswaren. Was mache ich denn? Moment, kann ich das noch? Sorry für dein Engagement abreißen, ja. Nein, nicht komplett. Oh, das gibt's doch nicht. Ich will ein Gebäude niederreißen. Warum macht er mir alles weg? Oh, Leute. Das gibt's leider. So was muss nicht sein. Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das war, glaube ich, Logistik. Matt. Echt stinkig. Marktplatz. Lebensmittelstand. Geht jetzt nicht so sehr darum, dass ich jetzt das Ganze hier normal bauen muss. Das ist jetzt nicht mal unbedingt das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist natürlich, dass der Markt weg ist, die Waren weg sind, die da jetzt eventuell noch vorhanden waren. Gut, Zeitverlust ist natürlich jetzt dadurch auch gegeben. Das ist, so was. Man muss doch die Möglichkeit haben, wenn ich ein Gebäude in Auftrag gegeben habe. Und dann wird da angeboten, entweder bauen oder abreißen. Wenn ich mich verplant habe, weil ich das nicht gesehen habe, dass da schon entsprechender Markt eigentlich existiert, ne, wo der gute Mann da seine Sachen machen kann, dann muss es doch die Möglichkeit geben zu sagen, mal, ne, ich reiß das eine Gebäude wieder weg, ohne dass da mit irgendwelchen Problemen, hast du nicht gesehen, verbunden ist und direkt der gesamte Markt darüber niedergerissen wird. Da können wir da jetzt stundenlang drüber aufregen, mit wachsender Begeisterung. Ich setz einfach mal hier so hin. Weil das sind so Sachen, die müssen hier sein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also das ist schlecht durchdacht.
muss dann wenigstens die noch eine Auswahl gegeben werden, irgendwie so, möchtest du den gesamten Markt einreißen oder nur quasi das im aktuell im Bau befindliche Gebäude oder eine Liste irgendwie, wo man sich das aussuchen kann, irgendwas in dieser Richtung, dann wäre das noch okay, aber doch nicht so. Ja, ja. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wie das jetzt so alles hier war. Habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Plan. Brauche aber auf jeden Fall noch einen weiteren Lebensmittelstand. Nein. So. Den setze ich jetzt hier hin. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt hier vorher ausgesehen hat. Und, aber jetzt, das muss jetzt relativ schnell hier wieder alles hochgezogen werden. Damit das hier wieder alles funktioniert. So. Ja, schöner machen, weiß ich nicht. Kann hier noch so ein paar Fässer hinlegen. Das kann man noch hier so machen. Meinetwegen hier auch noch. So. Und was haben wir hier? Schönes Holzhütte. Bedecktes Stall. Interessant. Eine Bank kann man ja auch noch irgendwo dazwischen klabustern. So, machen wir einfach mal so. Ein bisschen Absperrung. So. Fürs Auge. Eine Abgrenzung hier von diesem Wohnbereich. Und dann ran an den Speck. So, oh, da sind Neuankömmlinge. Da ist einer. Dann, was haben wir hier? Kaufmann bittet um Audienz. Oha, oha. Was möchte denn der liebe Kaufmann? Oder die Kauffrau in dem Fall? Die Bonnengens wieder. Eisenerz. Ich kann mir vorstellen, dass Eisenerz eins von den Gütern sind, wenn ich sie denn überhaupt habe, die nicht sehr in großen Mengen zu bekommen sind. So rum wollte ich mich ausdrücken. 105. Was wollen Sie denn? Suche nach Eisenerz, um einem benachbarten Dorf zu helfen. Einige eure Kaufleute hat eure Minen bemerkt und möchte euch ein Angebot unterbreiten. Klingt nach einem guten Geschäft. Eisenerz an den Bonnigans verkaufen innerhalb von 15 Tagen. 200! Nö. Sprechen wir einen besseren Handel. Kein Interesse. Nee. Meine Produktivität im Bereich Eisenerz ist nicht so hoch. Und das sehe ich nicht. Das wird nichts werden. Ja, das war eine sehr lustige Folge. Eine Folge voller Pannen und Missgeschicken und hast du nicht gesehen? Ja, toll. Gut, dass ich nicht den Markt hier abgerissen habe. Ich glaube, ich hätte das Spiel gelöscht. Ich wäre sofort ausgestiegen. Das wäre es jetzt an der Stelle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gib zu, das war jetzt auch so ein bisschen Anfängerfehler, so, ne, dass man das jetzt, dass ich das nicht mehr wusste oder nicht bedacht habe, dass die hier ne, komplett alles einreißen, aber. Es gibt manchmal so Dinge, die muss man nicht verstehen. Da steht man dann auch daneben und kratzt sich nur noch verwundert im Kopf und denkt irgendwie so, das läuft jetzt hier wieder falsch. So, egal. Wir haben noch jede Menge Baustellen. Einige unfreiwillige. Wie steuern? Ich will die gute Dame nicht noch mehr mit Steuern belasten. Das Teil ist jetzt erstmal soweit fertig. Das heißt, ich kann, wenn es denn klappen sollte, hier weiter anbauen. Das andere Teil müssen wir uns dann halt auch noch zu Gemüte führen. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge.
Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Ich hoffe, es war jetzt für euch so nicht so ganz so frustrierend, wie jetzt teilweise für mich. Aber ich komme langsam wieder rein nach der Zwangspause, nach der unfreiwilligen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich bin gesundheitlich so langsam wieder auf dem steigenden Ast und dann schauen wir mal, wie es denn so weitergehen wird. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.